jetzt ein Spiel und wir treffen heute auf Mallorca. Ballermann und so. So. Können wir da mal ein bisschen rotieren. Wir brauchen wir sogar gar nicht. Warte mal. Wieso habe ich nicht. Wieso habe ich so eine verständige Bank? Was ist denn da jetzt los? Gut, zu Belgia ist definitiv klar. So, das war ein Gedanke dahinter. Also, okay, ja, ja, alles gut. Ich wollte sagen, weil ich gehe ich wieder unzustellen. Verständigen Bank. Ja, zu Belgia ist im letzten Spiel bei dieser 2:50 Klatsche in Kalitz. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Ich bin auch heute wieder Wolfuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. So. Na dann. Auf geht's. Und für die Winterpause haben wir ja mit Borja Mayoral noch einen Spieler gewinnt. Zwar jetzt kein Baske, aber ja, es geht irgendwann eh nicht mehr. Ich werde versuchen, größer zu Spanien und Franzosen zu sitzen. Ahmad Njaye Jeju. Es wird da. Es gibt falsch. Und das könnte gefährlich werden. So. Ja, nach diesem 6:2 gegen Napoli sind wir jetzt erstmal zumindest safe in der nächsten Champions League Runde. Der wäre gut gekommen, aber der Boah, Britschic. Ja, gut, Moriki wäre eine Idee gewesen, war ist ja kein schlechter Torjäger, aber der ist halt glaube ich auch für der Nationalität nicht passend. Williams. So kann man einfach mal den Gegner kurz sagen, hier, so macht man's. Da, ich hätte gerne Morata gehabt, aber der wird zu teuer. Nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und da kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Hamad. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Ah! Er fängt diesen Pass Vivian. An. Vivian, Sanchez. Gib ihm jetzt auf, Maurice. Ja. Jo, 2:0 kann man auch machen. Tor Nummer 2. Doppelpack. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Kann man mal. So machen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. 2:0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Wie gesagt, natürlich wollen wir dem Gegner heute zeigen, hier, diese Niederlage war nur ein Ausrutscher. Und das ist gut, 18. 3:0. Wieder dieser. Gut, nochmal, es war die zweite. Es war nur die BF. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Sie liegen deutlich vorn.
Und ich verstehe nicht mal. Und ich hätte wahrscheinlich eine andere Position verpflichtet, aber wie gesagt, ich hoffe, dass Merino jetzt mal so langsam wieder fit ist. Maurice! Maurice! Das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Eigentlich brauchen sie da vorne gehen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Williams. Williams! Williams! Und Glück, dass der Nächste nicht fällt. Brčić. Der Ball erstmal abgefangen. Williams. Das ist jetzt seine Chance. Williams, wieder nicht. Eine ganz starke Szene, eine tolle Parade. Halzenberg, Gorisabel. Ahmad Njaye Diju. Abseits. Ein fantastischer Schiri, das war abseits. Hallo? Meiner Meinung nach war das klar abseits da vorne drin. Warum auch immer du das jetzt nicht, warum du das auch immer jetzt hast? Gedanken schneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Und ich hätte das auch auf Absatz entschieden. Herr Zier, Asmun. Isabel. Ja, ist jetzt gerade keiner dabei. Doch, jetzt kommt er durch. Flanke jetzt. Ball wird abgeblockt. Das muss das Tor sein. Wow, jetzt. Der legt mal wieder nach. Einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten. Macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Er macht zu. Williams. Brčić, Williams schon. Williams, ja, ohne marschiert. Ecke. Ecke, Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Da konnten sie nichts draus machen. Und Olmo! Ganz problemlos gehalten. Es ist Pause in dieser Begegnung. Das war die erste Spielhälfte. Und die Gastgeber liegen hier in Führung. Da zeigen sie wieder, warum sie die beste Heimbilanz haben. Die Führung also für die beste Heimmannschaft weit und breit, Wolf. Und sie zeigen heute wieder einmal, warum das so ist. Klare Führung, ein Tor, schöner als das andere, klasse rausgespielt. Das ist dieser Spielwitz, diese Spielfreude, die sie einfach vor den eigenen... Das war der Anstoß, Spiel läuft. Ganz alleine. So, auf geht's, Halbzeit Nummer 2. 5:1. Brčić, gut aufgepasst da. Ja.
Kovacic. Gut verteidigt. Und Bilbao macht super. Die verteidigen das Weltklasse hier momentan. Tolles Zuspiel. Olmo, der wieder durchmarschieren kann. Olmo. Olmo. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. So sehen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor. Ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Maffeo. Maffeo. Aus Muhn und Kipper. Der Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion lässt da überhaupt nichts anbrennen. So, Ecke kommt. Bicke so. Der Schuss geht deutlich drüber. Großer Bell. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander-Spiel für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts. Oh, Neumo kann ihn gut mitnehmen. Aber der Ball weiter im Spiel. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Ach, und Olmo! Erstmal abgeblockt. Dani Olmo. Olmo! Hier hat sie der Reihe, nein! Das Tor, Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheiden. Erster abgeblockt. Zweiter ging gar nichts auf den Keeper. Und dann macht er. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Iñaki 4. Das müsste es Olmo mit der Bude. 6-1. Das ist schon eine richtige Abreibung. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh, der nächste Treffer durch. Nichts zu halten hier. Bilbao durch Williams. Hier noch mal, was entscheidend für das Tor ist. Er sieht unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Großer Bell. Vivian. Williams. Williams! Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Dani Olmo. Oyarzabal. Chance für den Konter jetzt. Schöne Aktion. Aber dann bleibt dieser Steilpass doch hängen. Gefahr erstmal bereinigt. Williams. Das kann man aber auch mal eine Karte. Da kannst du aber wohl nicht mal eine Karte geben, Schiri. So, deswegen werden wir jetzt wechseln. Da vorne, weil da vorne ein paar Leute ein bisschen angeschlagen, was heißt angeschlagen, aber ein bisschen außer Puste sind. Deswegen jetzt drei Wechsel. Williams. Williams! Oh ja, der Ball mit der Ecke. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Jean, der ja gegen Napoli in der Champions League zum ersten Mal traf. Und hier sein Tor vorbereitet. 8-1. Napo-Elfer. Bilbao. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Er ist zu früh durch. Schade. Abseits. Wir Libre mit der Abseitsposition. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Williams. Die Chance für Williams! Williams! Sie werden hier wechseln.
Kann man auch auf zweistellig stellen. Da ist der Ball erstmal raus. Der ist erstmal weg. Williams! Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe. Ja, wahrscheinlich nicht. Asmoon! Weiter gefährlich nach Kepas Abwehr. Nochmal Kepa! Klasse gemacht! Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. La Libre. Die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Die Chance. Ball wird abgeblockt. Gefährlich jetzt. Das war kein schlechter Abschluss, aber trotzdem so. Ja, weil er wird ein deutliches 8:1. Und ja, passt. Wird es nichts mit der Aufholjagd? Nee, der Rückstand ist. Doppelwechsel nochmal. Bekommen nochmal die Reihensätze. Gurusavel, Azola und. So, dann war's das. Und dann ist Nuni jetzt auch nochmal drin. Jo, weiter Ball. Das war's. Partie. Das war Haus hoch verdient. Man hat gesehen, was sie drauf haben, schlicht und ergreifend. Überzeugt. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihnen. Die reinste Tormaschine heute. Da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Besser geht's kaum noch. Eine überragende Leistung. Ganz alleine. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Sie suchen die Lücke. Jo. Wieder können sie ihn nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. In den freien Raum. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und klasse durchgesetzt. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie. So, gut. Dann haben wir das auch. Das Spiel. Gut, dann haben wir das auch und halt, bevor ich jetzt irgendwas mache. So, Sperre ist abgelaufen, Zibel, der darf wieder spielen. Und in der nächsten Partie sehen wir uns dann wieder. Guck mal, haben wir schon Gegner für die Champions League überhaupt? Gegen wen wir antreten dürfen? Ach hier, so, Gold City, hi, jo. Naja, einfach wird es definitiv nicht. Gut, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's gegen Levante auswärts.